Noch findet man hier die Überreste der letzten Nacht und schon pilgern die nächsten Massen zum Saufgelage. Willkommen auf den Wasen 2017, wir sind das Leo Magazin, los geht's. Was macht ihr auf dem Wasen? Saufen! Eine eindeutige Antwort. Wart ihr schon saufen oder geht ihr noch? Wir waren schon und wir gehen noch. Beides! Stellen Sie mal vor, wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Ender. Ich kellnere hier. Seit 7 Jahren schon. Frühlingsfest und auf dem Wasen. Immer hier im Grandels? Immer beim Grandels, ja. Und wie hart ist der Job? Wie kann man sich vorstellen? Der Job ist hart, körperlich sehr anspruchsvoll, stressig. Man muss mit den Leuten umgehen können, kann nicht jeder machen. Ja. Und was war das Schlimmste oder das Heftigste, was Sie erleben mussten hier als Kellner? Das Schlimmste war für mich, dass ich beim Vorbeilaufen an einem Gast, der hat seinen Krug nach unten so gemacht, und zufällig ganz genau auf meine Nase hier getroffen, ja. Da habe ich halt meine Nase gebrochen gehabt und das war's. Ansonsten Schlimmeres habe ich nichts erlebt. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Die Nele und die Ariane. Wir sind aus Freiburg das erste Mal hier. Das erste Mal? Wie findet ihr es so hier? Bis jetzt ganz gut. Ja, voll schöne Wetter, alles easy. Und drüben sind die großen Festzelte. Warum seid ihr nicht da drin, sondern hier? Das Wetter ist jetzt noch schön und später vielleicht irgendwann mal schauen. Ja. Müsst ihr heute noch zurückfahren oder morgen erst? Nee, heute noch. Heute noch, aber wir haben morgen frei. Wart ihr schon mal vom Pupperfest oder war das euer größtes Volksfest bis jetzt? Also bei mir war es das größte Volksfest. Ja. Okay. Irgendwann mal noch nach München, aber jetzt sind wir erstmal hier. Die Bierpreise. Letztes Jahr waren die Bierpreise 9,90 €, jetzt 10,50 €. Was sagt ihr dazu? Ja, wir haben bis jetzt auf 4,80 € gezahlt für Radler, also das geht bis jetzt. Ganz okay. Die B-Preise sind, die sind ja drinnen selten teurer. Ja. Genau. Deswegen sind wir weiblich, deswegen lassen wir uns auch eher was zahlen. Wann sind die Stoßzeiten? Zu welchen Tagen und zu welcher Tageszeit? Stoßzeiten sind Donnerstag, Freitag, Samstag sind die Stoßzeiten. Da ist richtig hart. Morgen ist ja ein Brückentag. Merkt man das? Ist das mehr los als an anderen Sonntagen? Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also an einem normalen Sonntag kommen die Leute so mittags zum Essen, Trinken und dann gehen sie wieder und dann kommen sie abends wieder. Aber jetzt ist nur nonstop. Also wenn du ins Zelt reinguckst, ist es schon voll. Also und um wie viel Uhr sind die meisten da? Also man kann nie sagen. Also es ist an einem Samstag steht eine Schlange hier bis, was weiß ich, 200, 300 Meter Schlange. Ja? Also die Leute, die wollen alle rein. Ja? Und am meisten ist los, würde ich sagen, Samstag. An Samstag oder jetzt vor dem Feiertag. Wir haben uns jetzt mal hier ein bisschen ruhigeren Ort ausgesucht, und zwar das schöne Riesenrad, um mal einen Überblick zu kriegen. Und den Überblick geben wir euch jetzt auch. Das hier ist das 172. Cannstatter Volksfest. Es gibt schon seit einigen Jahren. 1818 wurde es gegründet, soweit ich weiß. Letztes Jahr waren hier 4 Millionen Besucher da. Wir haben 25 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Der ganze Spaß dauert 17 Tage, vom 22. September bis zum 8. Oktober. 17.000 Personen sind hier beschäftigt. Pro Tag sind es 1.500. Also das schnellste Fahrgeschäft ist die Looping-Achterbahn-Teststrecke. Die fährt 83 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und der höchste Turm oder das höchste Fahrgeschäft ist 85 Meter hoch. Das ist der Freefall Tower Hangover. Also, wer bist du? Stell dich mal vor. Ines und ich komme aus Gebersheim, also neben Leonberg. Und was machst du heute hier auf dem Wasen? Ich gehe auf dem Wasen, ich gehe ins Zelt. Also nicht hier die Vergnügungsgeschäfte? Nee, eigentlich nicht. Welches Zelt gehst du? Entweder ins Grandels oder ins Fürstenberg. Also ihr geht noch ins Zelt, ihr wart noch nicht? Ja. Okay, right in the bushy. Danke für diesen konstruktiven Beitrag.
und die besoffenen Massen pilgern nach Hause. Die anderen kommen jetzt erst her und trinken. Und wir verabschieden uns jetzt, denn wir sind auch am Ende. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen zu abonnieren. Alte Videos. Bis dahin. Ciao. Neo Magazin hier. Wir sind hier auf Cannstatt, gell? Cannstatt. Ja, in Cannstatt, ja. Cannstatter Vasen. Wir sind von Ulm, kann man sagen. Und ich muss sagen, welches Set haben die uns nicht reingelassen? Welches Set haben die uns nicht Lego reingelassen? Lego Magazin. In irgendein Set haben die uns nicht reingelassen. Und da, in dieses darf keiner gehen, okay? In dieses Zelt darf keiner gehen, okay?